besuchen die Freiwilligenbörse. Was erwarten Sie vom heutigen Tag? Ja, ich wollte mich mal ein bisschen informieren. Betreffs Naturschutz. Ich bin schon ehrenamtlich tätig seit ein paar Jahren im Hospizbereich und jetzt wollte ich mal Naturschutz gucken. Ich arbeite für den Austauschverein Youth for Understanding und wollte mich gerade einfach nur mal orientieren, was es sonst noch so gibt. Eventuell für Praktikastellen, für ehrenamtliches Engagement. Einfach zu sehen, dass es noch gute Sachen gibt hier, die passieren in der Stadt. Ich bin hier heute hergekommen, weil ich beruflich mit Ehrenamt zu tun habe und weil ich für mich gemerkt habe, dass ich gerne noch mich einbringen möchte für die anderen Mitbürger und aber noch nicht genau weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, ob mehr mit jungen Menschen oder alten Menschen. Und deshalb bin ich hier, um mich zu informieren. Ich überlege seit längerem ehrenamtlich tätig zu werden und will mich einfach erkundigen, was und wie es möglich ist, das zu tun. Ich bin hier, um mich zu erkundigen, wegen der Möglichkeiten, um etwas ehrenamtlich zu machen. Ich bin auf der Freiwilligenbörse, weil ich vorhabe, irgendwas ehrenamtlich zu machen. Und da hier sind mal eine ganze Menge Anbieter auf einen Haufen und da braucht man nicht so weit hin und her reisen und kann mal so sehen, wo man sich eventuell engagieren kann. Dritte Freiwilligenbörse. Sind Ihre Erwartungen bisher erfüllt worden? Unsere Erwartungen sind bisher sogar übererfüllt worden. Wir haben in der ersten Stunde bereits 400 Besucher im Saal gehabt. Mehr können wir gar nicht erwarten. Wenn wir das hochrechnen, übertreffen wir die Vorjahresbörse mit 2000 Besuchern um weiteres, um vieles. Ein Schwerpunkt in dem Sinne kann ich bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig erkennen, weil die Vielfalt, und das sehen Sie alleine an den 88 Ständen, die Vielfalt einen Schwerpunkt eigentlich gar nicht zulässt. Wir haben einen grundsätzlichen Schwerpunkt im Sozialbereich. Das sind die meisten Stände, das sind etwa 60 Stände, die alleine im Sozialbereich sind. Und ansonsten hat jeder Stand seinen eigenen Schwerpunkt, sagen wir es mal so. Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass im Durchschnitt etwa 30 bis 40 Kontakte pro Stand zustande gekommen sind. 30 bis 40 Kontakte und davon waren dann etwa 10 bis 15, so in der Richtung etwa, feste Kontakte, die dann auch dabei geblieben sind. Abgesehen mal von der Tatsache, dass wir uns wünschen, dass wir alle Jahre mindestens einmal so eine Börse machen können in dieser Größenordnung, aber wie gesagt, das ist eine Frage auch der Finanzierung, wünsche ich mir eigentlich auch noch ein bisschen mehr insgesamtes Engagement in der Bevölkerung, wenn ich den letzten Freiwilligen-Survey sehe und mir den zu Gemüte führe, dann muss ich feststellen, dass sich die Zahlen zu den vergangenen Jahren, zu den letzten 10 Jahren insgesamt kaum verändert haben. Das ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt ein bisschen schade. Liegt möglicherweise daran, dass wir selber an der Stelle nicht genügend Werbung gemacht haben. Roller ist eine Umschreibung für behinderte Menschen, also auf Rollstuhlfahrer gerichtet, und Latscher ist das Gegenstück dazu, der Fußgänger, und das ist der Latscher. Und Latscher ist meistens jemand, der eben dem behinderten Menschen hilft. Das bedeutet Roller und Latscher, und das ist ein Begriff, der ist Ende der 60er Jahre in der DDR entstanden. Ja. Wir suchen schon eigentlich intensiver noch Latscher als Roller. Also Roller melden sich bei uns relativ viel an. Und Latscher brauchen wir eben doch für die Roller, weil Roller können ohne Latscher nicht verreisen, aber umgekehrt geht es besser.
Wir sind heute bei der Freiwilligenbörse, weil wir informieren wollen über Amnesty International, die Leute darüber informieren wollen, was sie tun können für Amnesty International und natürlich auch gerne die Leute dazu animieren wollen, bei uns was zu machen. Und deswegen sind wir heute hier. Und weil ich ja noch so jung bin und noch nicht so viel genau weiß, wo das genau geht, bin ich hierher gekommen, um genau zu gucken, was mich vielleicht anspricht oder wo ich vielleicht hin möchte. Und ja, hier Informationen dafür zu sammeln. Es gibt ja viele ehrenamtliche Organisationen und Menschen, die in der Gesellschaft sich natürlich einbringen, aber die Migranten und Migranten sind dort sehr wenig vertreten zurzeit. Eigentlich ist das Potenzial da, auch das Engagement ist da. Das passiert aber meistens in den Familien, in der Nachbarschaft und wird in der Gesellschaft nicht anerkannt, nicht gesehen. Das möchten wir auch sichtbar machen. Wir haben letztes Jahr schon teilgenommen und wir finden es eine tolle Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und Öffentlichkeitsarbeit zu machen für den Verein. Ja, wir wollen Werbung machen für unsere Projekte, die Projekte der Malteser, die überwiegend oder hier an diesem Stand gerade für die Familien sind und Kinder und Jugendliche und wollen darüber informieren, was wir machen, was wir anbieten, wie ehrenamtlich bei uns aktiv werden können und wollen neugierig machen auf die Arbeit, die es bei uns zu machen gibt. Warum wir heute hier sind, ist natürlich freiwillige Ehrenamtsliebhaber zu finden, die unsere Projekte unterstützen, uns auch helfen. Unter anderem auch ehrenamtliche Seelsorger zu finden, die für das muslimische Telefonseelsorger sich engagieren und diesem Projekt einen Beitrag leisten. An erster Stelle steht für uns heute hier Kontakte zu knüpfen, Kooperationen aufzubauen, weil wir vorhaben, in Berlin eine Sendestation zu errichten. Und natürlich haben wir auch eine Sondersendung hier über die Messe, also wir berichten auch den Hörern, was hier passiert auf der Freiwilligenbörse. R4H. Gut.